müde. Ich muss so viel gehen beim Spielen, weiß auch nicht warum. Ah, ich glaube, war das die Tür, die ich aufätzen konnte? Die gelbe? Gelbe Tür, gelbe Tür, gelbe Tür, das müsste. Ja, ich renne mit vollem Karo dagegen, das ist auch, glaube ich, so. Das gewollt. Das war so, das mit Absicht so. Rucksack! Hey! Nice. Jetzt kann ich die Sachen tragen, wenn ich welche finden würde. Noch ein bisschen Stuff. Da scheint noch mehr zu liegen. Ja, Fußball mitnehmen. Schade. Noch mehr Bomben. Aber es war nicht da, wo ich hin muss anscheinend. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Stockwerk bin. Ich glaube, eins weiter runter muss ich noch. Aber ich muss halt erstmal was finden für den Fahrstuhl. Ah, da war was. Hätte ich nicht hier unten irgendwo noch eine Dings eingesetzt, dass irgendwas funktioniert hat? Was eine Band. Und das Sichtfeld ist aber viel zu klein. Hier war doch irgendwo eine schmutzige Wand, wo ich die Sicherung reingedübelt habe. Hier war doch hier irgendwo, oder? War das hier? Oh. Lauf, Mädchen! Ah, du solltest das nicht essen, du solltest das. Aber ich habe ja jetzt eins gemacht. So. Hinüber? Ein Schuss habe ich noch. Ey, okay. Hier war das, hier war das, hier war das, glaube ich, oder? Ja, die nehme ich wieder mit. Und muss jetzt nur noch den Fahrstuhl wieder finden. Der auf der anderen Seite wahrscheinlich war. Fahrstuhl, wo bist du? Hinauf. Was ist das? Achso. Ah ne, das war gar nicht das. Ich war das. Oh, das Kabel habe ich gebraucht. Oh. Ne, beides habe ich gebraucht. Das war nur die Info, wo das Kabel ist. Wenn man halt nicht liest. Ich muss da runter. Jetzt aber. Erwartet. Ach nee, ich habe ein bisschen getrödelt. Tut mir leid, du hattest halt Pech gehabt. Na, wer verlässt er sich auf mich? Ich bin Mia, also. Sonny, was er erwartet hat. Ist er hier? Das ist noch eine Kiste. Flüssigkeit. Ich hab doch auch schon nie, ich hätte eigentlich eine Kurve machen können. Aber das mache ich jetzt auch mal. Ich hab doch hier Schießpulver, ja. Ich hab nochmal 10 Schuss.
Hey, wie kann ich mal wechseln? Jetzt. Ach, L2 ist das, oder? Oder? Ah, L2 und Dreieck. Ich kann die Schrift nicht lesen, mein Bildschirm ist zu klein. Direkt an den Blick gehen. Ich stelle noch mal die Muni her. Das müsste jetzt aber ein bisschen reichen. Wenn ich halt auch was treffen würde, wäre das leichter. Ich habe es durch den Schrank durchgenommen. So. Ah, guck mal hier, da sind so viele Bomben. Ich müsste die vielleicht auch echt mal einsetzen. Weil dieses mit Platzieren, warten, bis es drüber läuft. Das ist nämlich so meins. Wenn ich die wenigstens werfen könnte, wäre halt nice. Aber ich glaube, ich sollte das auch ab und zu mal einfach. Komm! Ist ja schon cool, dass das explodiert, aber dieses. Hinsetzen und warten, bis es drüber läuft, ist halt nicht bescheiden. Boah, Digga! Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre so normaler. Komm her! Hey, komm her! Komm runter! Oh, der explodiert halt direkt. Ich dachte, er bräuchte zwei. Sollte ich doch nochmal. Nein, Leute, das war. Ich wollte eigentlich nur mal Medizin aufmachen. Also nochmal zwei Medizin. Einiges an Schuss. Habe ich noch Ätzungsmittel? Ja, machen wir das auch mal auf. Das ist ja scheiße hier. Antike Münze. Hey, ob ich die nochmal eintauschen kann? Okay, ich gehe mal kurz noch die andere Türe gucken, was da ist. Ich glaube, die war zu. Nee, ist auf. Da brauche ich Ätzungsmittel. Hatte ich aber keins mehr. Ich will, dass du etwas für mich machst. Aber du willst es mir eigentlich herzlich egal. Ethan! Ethan! Der Daddy! Hey, shh, ich weiß. Jetzt ist wieder normal. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lukas? Da wäre ich mir nicht so sicher beim Lukas. Oder unsere Zoe hier. Mein Netter hat schon ein Kind in einer neuen Dachboden eingesperrt. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht.
Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie mir. Du bist danach gar kein Mensch mehr, würde ich mal behaupten. Also hat mir die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Oh. Nur noch einen Kaffee machen gleich. Wie kann das sein, dass jedes Mal, wenn ich anfange zu spielen, gehen muss? Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du, tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Der Älteste hat zugehört. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Tja. Shit happens. Wir haben keine Zeit. Mia, nimm das. Was ist das? Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Mia, nein. 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 Wem? Wer der anderen? Also ich kann hier nicht raus. Kann ich einfach abhauen. Hier muss doch irgendwo was liegen. Ja, danke. Würdest du jetzt mal aufhören? Zack. Nicht, wenn ich sie zuerst töten kann. Jetzt hat sich erledigt mit mir. Wo ist denn das kleine Miststück? Ja, das mache ich. Ja, nicht weil du es mir gesagt hast, sondern weil ich es selber machen will. Warum? Die Arme, ja. Die hat uns jetzt schon das vierte Mal versucht umzubringen. Also ich bin jetzt nicht sonderlich traurig darüber, dass sie nicht mehr da ist. Sie hat mir die Hand abgesägt. Guckt, sieht man das? Doch da. So ein bisschen die Nähte sieht man, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, in welche Richtung war der Ausgang. Okay, der andere Weg ist zu. Okay, ich will ein Stück. Wo zum Teufel bist du? Ja. Ich habe jetzt auch einen Hufus, jetzt kann ich schlagen. Bringt, glaube ich, bei so einem Pilzgeistviech irgendwie relativ wenig. Hier noch irgendwas? Nö. Hier noch irgendwo durch? Ja, guck, da kann ich durch. Oh, da steht was. Was? Ist alles deine Schuld? Nee, ich habe nichts damit zu tun. Das waren die anderen. Mia hat das Kind hergebracht, das Pilzmädchen. Ich weiß zwar nicht, wer sie erschaffen hat, aber Mia ist daran schuld, dass sie hier ist. Noch ein Grund, dass ich nicht wirklich traurig bin, dass sie nicht mehr da ist. Hier lang geht's. Sind das alles Fische? Lol, das sind Fische. In den Tiefen. Wieso kriege ich die ganzen Trophäen? Hatte ich echt zu wenig auf meiner eigenen Konsole gespielt? Und das Ende nicht mehr hab oder so?
Ach, schön wäscht das Matschwasser durch. Ich komm gar nicht da hoch, oder? Ich muss unten runter durch. Boah, das muss stinken wie die Hölle mit den ganzen toten Fischen in der Sutsche drin. Zum Glück gibt es hier kein Wassermonster. Obwohl eigentlich schon ein bisschen schade. Welchen Teil war das mit dem, wo man aus dem Schiff aus so ein Wasserriesenfisch besiegen musste? War das der vierte Teil? Das war ganz lustig. Aber lange nicht verstanden, wie, aber es war dann, wenn man es rausgefunden hat, echt lustig. Gut, ja, einmal die Patronen. Was haben wir hier? Was beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ach so, ist das ein Hubschrauber? Ah lol, doch, das ist ein Hubschrauber. Ich habe mich mal gewundert, was das auf dem Bild ist. Wir gehen gleich ans Dingens. Mal gucken. Ja, ich will meine Objekte wieder haben. Will mich wehren können. Ja, mal ganz unten. Ah, jetzt sind wir so weit unten, dass wir wieder oben rausgekommen sind. Das war die Starkpistole. Dann brauchen wir Flinte. Ein Bunsenbrenner auch. Dietrich, Hilfe, Pistolenmunition. Chemie nehme ich immer mit. Messer nehme ich auch mit. Noch ein bisschen Munition. Kraut nicht unbedingt. Ich habe ja mit Allheilmittel. Pistolenmunition. Habe ich Flintenmunition dabei? Hä? Was ist ein Messer? Überlebensmesser? Oder Messer? Ein Taschenmesser. Ich glaube, ich nehme das Überlebensmesser mit. Flintmunition, da sollte ich noch mitnehmen. Ich habe hier so viel Zeug, vielleicht sollte ich die Chemie doch hier lassen. So, aufgeräumt. Kurz speichern. Ah, hier, was haben wir denn hier? Achso, dann brauche ich Münzen. Alte Münzen. Wo sind sie denn? Ein bisschen Pillen. Dort antike Münzen. Vielleicht soll ich auch die Bomben nochmal mitnehmen. Mit Fernzünder. Ich mag sie eigentlich nicht, aber besser haben als brauchen. Jetzt haben wir hier 5 oder 3. Wo ist was drinne? Steroide. Gesundheit. Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, ich gehe doch erstmal auf die Steroide. Das andere. Ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Die Steroide habe ich ja eh schon mal. Ich glaube, die helfen mir auch ein bisschen besser. Mit dem Nachladen habe ich jetzt so das Problem. Gesundheit ist halt auch nicht schlecht. Würdest du die bitte auch nutzen? So. Jetzt mal ein bisschen dopen. So, okay, gehen wir mal ans Sprechgerät. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir hatten aber Hinweise auf einen Kampf. Dafür, dass keine Überlebenden sind, sind ganz viele hinter uns hergegangen. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie.
Sie war, ja. Wenn du uns ja nur umbringst, ist doch vollkommen okay, aber sie ist hübsch. Das ist ja nicht so schlimm. Wir verzeihen ihr, dass sie uns umbringen möchte. Gibt größere Probleme anscheinend. Doch, hier muss ich lang. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ja, genau. Ach so, Was? Oh nein, ich muss nachladen. Es könnte ja auch so ein Viech sein. Dem würdest du es nicht verzeihen. Oh Mist, das waren zwei. Das hat nur zwei Schuss, nicht vier. Es war die andere. Die andere hat vier Schuss. Zum Glück spielt ja vielleicht, da ist das nicht alles so. Wird mehr verziehen, dass man dumme Sachen macht. Ich hab dir mal ein Lied gesendet, Perfian. Ja, guck ich mir später an. Hier ist auch noch irgendwo einer, ich höre dich. Ah, da hinten läufst du. Was haben wir hier? Haben wir noch Chemie? Ah, hier ist noch einer. Irgendwo. Boah, der sagt da gleich hier von hinten an, ich schieße auch noch daneben. So. Ich glaube, es ist keiner mehr da. Ich höre kein Gestopfe mehr. Kann ich in Ruhe gucken, ob hier noch irgendwas. Ja. Ja, die andere hat mich auch schon sich mal versucht zu töten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Er hat ein hübsches Gesicht. Das kann man ja übersehen. Eigentlich wegen der ganzen. Wegen ihr sitzt man in der ganzen Schlamassel mit dem komischen Pilz-Zombie-Viechern. Und dem kleinen Gör, das alle einpilzt. Alle hier erwischt. Okay, jetzt gehen wir doch mal hoch. Wir scheinen alles eingesammelt zu haben. Die andere hat gar nichts gemacht. Die wurde, ist ja die Tochter von den Bakers. Die hat das Serum gemacht, die hat Medizin hergestellt. Würdest du jetzt da reingehen? Danke, Ethan. Die Zoe. Die hätte ich eigentlich auch retten wollen, das hat halt nicht so gut geklappt. Die hat sich dann auch in Stein verwandelt und ist zerbröselt. Alle tot, nur noch Ethan lebt. Und Evelyn, aber das ändern wir auch noch.